Hallo zum zweiten Teil über den Ölgrund. Wir brauchen jetzt noch ein paar Materialien. Da wären zum einen Kreide, da nehme ich Champagnerkreide, verschiedene Farbpigmente, Leinölfirnis und noch eine Schüssel sowie ein Rührgerät. Leinölfirnis nehme ich, weil der schnell trocken wird. Der braucht in aller Regel nur 2 Tage. Hier sieht man schön, wie flüssig der Ölgrund noch ist. Im ersten Schritt wird er grob aufgetragen. Dafür nehme ich ein Mahlmesser oder eine Spachtel. Mit solch einem Werkzeug kann man den Ölgrund danach wunderbar glatt ziehen. Minuten später ist die Leinwand fertig und braucht jetzt ungefähr 2 Tage zum Trocknen. Nach der Trocknung sollte die Oberfläche noch geschliffen werden. Dafür nehme ich ein relativ grobes Schleifpapier mit einer Körnung von 80. So, das war's dann mit dem Ölgrund, der ist soweit fertig. Wie man darauf malt, zeige ich euch im nächsten Video.